sagen, ich mache hier Metall leer. Ne, da ist Gestein dran, damit das Ding wahrscheinlich nicht umkippt. Und wir gehen mal so vor, bevor wir jetzt hier gleich in irgendein Turret reinfahren. Wir machen das Ganze mal lieber ein bisschen vorsichtig. Schauen wir mal. Das hier sieht auch schon ein Turret. Wenn es nicht erkennen, es ist so dunkel. Das ist ein Turret. You are trespassing. Prepare to be vaporized. Ja, sehe ich noch nicht so. Oh. Okay, ich kümmere mich erstmal um den Turm, glaube ich. Die Drohne hat eben mit mir gesprochen. Die sieht zwar nicht mehr ganz so fit aus, aber ich glaube, ich gehe da mal auf Nummer sicher. Ich nehme dir mal die Batterie. Solltest du auch eigentlich keine Power mehr haben, ne? Ah, die machen wir auch einfach mal weg. Sicher ist sicher. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Das sollte passen. Dann können wir den Truck schon mal nachziehen. Brauche ich gleich nicht so ewig weit zurücklaufen. Munitionstechnisch sieht es auch nicht so gut aus. Also damit kriege ich keinen Geschützturm mehr nieder. Hier noch irgendwo welche Fallen oder so? Ein Sprengkopf. Das heißt, wir sollten über die Brücke einfach so rüber können. Nehme ich den Gabelstapler mit? Ich würde sagen, ja. Den nehmen wir mit. Die Handbremse war hier auf der 6. Ganz leicht zu steuern, das Ding. Sieht aber gut aus. Und regeln. Keine Ahnung, ob das gut geht. Aus. Ja, scheint zu funktionieren. Wir sind ein bisschen wer hinten, aber das ist okay. Ah, okay, das macht das Lenken natürlich ein bisschen schwieriger. Wir müssen ein wenig vorsichtiger fahren. Mit dem Gyroskop ein bisschen gegenarbeiten. Stopp. Machen jetzt hier Abschnitt für Abschnitt, einfach um sicher zu gehen, dass wir hier nicht gleich irgendwo drauf gehen. Das ist ziemlich tief. Da ist es ziemlich tief. Sieht aber soweit alles okay aus. Hier nochmal um die Ecke gucken. Okay, da kommen wir wohl runter. Dann fahren wir nochmal ein Stück. Das war mal ein Geschützturm. Hier ist ein ziemlich tiefer Graben. Da unten geht es wahrscheinlich weiter. Schauen wir mal, was wir hier haben. Raketenwerfer, ja, haben wir leider keinen Platz im Inventar. Dafür auch nicht. Dafür haben wir Platz. So viel da. Schnellfeuer. Schnellfeuergewehr. Ja. Auch mit.
Okay, ihr hattet beide nichts. Jetzt nochmal hier in die Richtung. Haben wir hier dann noch? Sind noch ein paar Kisten. Pet. Hier gibt es anscheinend eine Menge Space Credits zu verdienen. Das immer so sinnvoll ist. Okay, wir lassen das. Wir fahren da selber runter. Mal um die Ecke hier gucken. Aha. Das Ding noch funktioniert, ist natürlich ein Problem. Kümmern wir uns erstmal drum. Scheint aber nicht mehr zu funktionieren. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Dann können wir hier auch direkt nochmal um die Ecke gucken. Aha. Scheint aber auch nicht aktiv zu sein. Aber sicher ist sicher. Inventory full. Inventory full. Inventory full. Okay, wir holen erstmal den Truck. Ist ein paar Meter zurück zu Fuß zu laufen. Hierhin ganz gut, würde ich sagen. Dann stellen wir den mal ab und gucken mal hier rein, wie wir alles so haben. Ist noch ein bisschen Schrott, Schotter. Hoffentlich wartet da oben kein Turm auf mich. Bitte, 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 bitte. Nein. Da braucht die bauen wir nicht. Wir haben schon eine Lied. Okay, hier oben. Ah, hier können wir da rüber. Da hätte ich auch runtergekommen. Okay. Ne, das brauchen wir auch nicht. Gehen wir hier mal auf dem schnellen Weg runter. Was wir noch drin haben. Hier war das Shutter dran. Da kommen wir nicht rein. Inventory full. Inventory full. Dann mal. Da wäre ein Eingang gewesen. Eine neue Mitteilung. Hören wir uns die mal an. It seems like yesterday that I was planning how I'd scare Kate next in these caverns. Now I'm focused on staying warm and avoiding the drone's radar. I'm running out of places to hide. There's a maintenance catwalk beneath the bridge that leads to a hidden entrance to the research archives. I've been using this for a while now, but I can't stay there forever. Kate and I were hired by the ROS to make sure that the old tunnels built by the mining company which arrived on Triton before we did, and caverns that were incorporated into the ROS's underground facilities, remain structurally secure, as well as to keep an eye out for any potentially interesting deposits. We should have been keeping a closer eye on what the ROS was really up to on Triton. Funny. If things were still normal around here, we'd all be meeting at Quincy's for some cosmic coffee or clan cola right about now. Mila Petrov, Mining Engineer, ROS Industries. Okay. Das wird die Nachricht nochmal sein. Haben wir noch ein bisschen Gestein drin. Das gibt dem ganzen Energie-Assembler wieder an. Lässt nicht so spannend. Das können wir auch nicht gebrauchen. Das auch nicht. Okay. Würde ich mal behaupten, dann war es das hier schon eigentlich. Drill haben wir schon. Deutlich besseren.
Okay, dann geht's weiter, würde ich sagen. Nehmen wir einfach die Tür hier unten. Der Tunnel sieht relativ sicher aus. Stoppen wir. Das ist groß. Sehr groß. Medical Components. Nochmal Medical. Achso, ist die gleiche Kiste. So, was haben wir hier? Kommen wir nicht rein. Inventory full. Inventory full. Machen wir uns doch glatten Weg. Butterpad. Auch nicht so spannend. Haben wir auch schon besser. Okay. Guck mal, was wir sonst noch so hier haben. Vielleicht sollte ich hier auch nochmal einen Block platzieren. Oh. Damit genau das nicht passiert. Aber jetzt bin ich hier unten. Hier ist ein Frachtcontainer. Hier mache ich mein Inventar erstmal leer. Explosives. Fallschirme. Grill. Okay, sehr viel gutes Zeug. Raketen. Das passt. Wir schauen uns hier unten nochmal ein bisschen um. Da ist noch ein Ingenieur. Oh, das könnte wichtig sein. Das sichere ich mir mal. Vielleicht brauchen wir da noch die Kartennummer oder so. Schauen wir mal. Okay, ansonsten... Aua, das Beacon brennt mir wieder die Augen weg. Hier ist noch ein Rover. Der sieht aber nicht mehr ganz so blind aus, der hat Raketenwerfer. Okay, interesting. Er ist hinüber. Okay, wir ziehen den Rover nach. Hoffentlich passen wir da durch. Das sieht ein bisschen eng aus. Das ist frech. Blitz machen. Keine Energie, aber doch bloß noch Energie. Das sollte doch jetzt passen, oder? Wenn ich den einigermaßen lenken könnte. Ja. Zwei Türme. Interessiert sich für mich aber auch nicht. Gute Brücke. Okay. Können wir benutzen. Eine neue Nachricht. Munition. Sehr gut. Okay, dann hören wir uns das mal an. This place is swarming with drones, hellbent on killing anyone they come across. But keeping the data containers out of the hands of the ROS is the only thing that matters now. I managed to hide one data container in the container storage area and another two data containers in the secure storage area. The only way anyone could locate the data containers would be to use the panel in the control center, which can be used to identify specific containers, and good luck trying to get to the control center in one piece. I outfitted a rover with a Gatling gun. But I don't know how much longer I can hold out against the drones. If I didn't have to lock down the area, I could head to the surface access lift and escape through the research archives' surface access tunnel. We've done everything we can,
I pray it's enough. Cynthia Richardson, mechanic, ROS Industries. Okay. Drei Data-Container noch. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Rover mit einer Gatling Gun. Da sind wir auch sehr interessiert dran. Schauen wir mal, wo das ist. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Oh. Ah, okay. Die Schütztürme machen mir etwas Sorgen, muss ich sagen. Dass die Dinger plötzlich losgehen. Stahlplatten brauchen wir zum Reparieren der Brücke. Extra Gang. Wird jetzt aber ganz schön zerlegt. Das Tor, krieg ich das Tor auf? Jo. Oh mein Gott. Ganz schön weggeschossen, die Drohne. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Gut. Aber hier kommen wir auch durch. Aber... ich würde erst gerne mal wieder nach da oben. Ah, guck mal, hier kann man lang. Ich will nach da oben. Schaffe ich das jetzt über die Brücke? Wahrscheinlich eher nicht. Diese Drohne sehe ich die. Oh ja, die steht hier. Oh. Steht da nur, okay. Die hat keine Waffe. Okay. Wir machen hier mal wieder die Tür zu. Warning. Please exercise caution while traversing my flight path. Wo hat hier noch eine ohne? Wir reparieren erstmal die Brücke. Dass wir hier im Zweifel rüberkommen. Und dann muss ich diese Drohne ausschalten, die da ein bisschen schießwütig ist. Ah, das soll ja noch reichen. Irgendwelche größeren Löcher noch? Ah, hier vielleicht nochmal. So, jetzt würde ich gern die da ausschalten. Das ist auch ein bisschen Stahlplatte. Das ist mit einem halben Block gemacht. Das ist nochmal ein Traum. Hier. Nehmen wir erstmal. Sollte ich am besten einfach übernehmen. So, du gehörst mir. Irgendwas schießt. Ah, das schießt wahrscheinlich auf die Turret hier. Auf den. Aber das ist okay. Verbrauch du mal ruhig deine Munition. Muss auf Waffen schießen. Dann, volle Power. Okay. Wie gehen wir an die Sache ran? Ich mache jetzt nochmal das Tor hier auf. Und auch eine Tür, ne? Ja. Da ist ein Rover. Nervst du nicht mit deinem Licht? Ich sollte vielleicht meine Munition dafür nicht verbrauchen, sondern... Maintenance.
Research-Archive. Oh, diese Drohne, die hier geschossen hat. Oh, hier ist ein Turret. Dahin. Your health is critical. Oh, hier geht's nicht mehr ganz so gut. Gehen wir erstmal in die Maintenance-Gänge hier. Wieder eine Safe-Zone. Und ja, hier konnte man noch runter. Jetzt hätte ich doch ganz gerne Raketenwerfer. Okay, und hier ist ein leerer Tunnel. Dieses Geschütz auszuschalten, dafür habe ich nicht genug Munition. Das ist ein kleines Problem. Der Wischroboter, da ist diese Drohne. Wenn er weg ist, könnte ich den übernehmen, den Turm, der da steht. Oh. Moin, Zen. Findest du jetzt? Ja. Was ist da eigentlich dran? Sieht wild aus. Okay, die fährt jetzt noch da hinten. Raketenturm. Ach, hey, ja. Mach meine Schutztürme da, glaube ich, auch nicht. Ah. Was ist hier mit Raketen plötzlich los? Würde ich gern da oben runterholen. Fällt mir gleich auf den Kopf, aber. Ja. Wir haben uns da schon darum gekümmert. Oh oh. Die andere Drohne wieder. Ist nicht gut. Das Geschütz hat ein bisschen mehr Leben. Da haben wir auch nicht genutzt dafür. Oh Gott, zurück. Schnell in Deckung gehen. Ich glaube, dass der Turm, der da hinten steht, unsere beste Möglichkeit ist. Zielt aber auch irgendwie nicht mehr auf mich, ne? Auch immer. Island. Ihr seht wahrscheinlich die Geschütztürme da an. Okay, wir bauen hier mal kurz eine kleine Barrikade auf. So. Brauche ich einmal. Ah, du schießt bitte auf voller Reichweite. Ja, ich weiß. Auf Waffen. Und du bist an. Warum ziehst du auch nach oben? Okay, 600 Meter ist too much. Munition. Ja. Hoffen, dass du gleich auf diese Drohne da schießt. Du ziehst. Ziehst du die ganze Zeit nach oben? Meter. Ja, jetzt. Yes. Das war schon mal ganz gut. Können wir das Ganze auch begutachten, was hier alles so ist. Nicht viel drin, okay. Oh, du kannst hier weiter rumfahren. Also, wir haben hier
ein Rover und das ist ein Anhänger dazu. Ja, das sieht mir aus wie ein Anhänger. Okay. Controls. Hoch und runter und loslassen. Ich lasse den jetzt mal runter. Viele Knöpfe dran. Da können wir mehrere Module mitnehmen. Okay, das heißt, ich hätte den Rover auch nicht mitnehmen müssen, aber das wusste ich ja vorher nicht. Ich bereite den schon mal vor. Wir gehen hier aber gleich noch zu Fuß ein bisschen rum. So. Dann packen wir den mal. Los. Was macht ihr denn? Trailer Pistons, Tilt. Ja, okay. Ein kleines Stück noch zurück. Schon ein bisschen too much. So. Dann würde ich mal sagen. Jo, das hat geklappt. Ending, geh weg. Kran nach oben. Motor aus. Du bleibst erstmal so stehen. Das heißt, hier können wir nachher 1, 2, 3 Module, die wir auch noch brauchen, transportieren. Das ist doch sehr gut. Okay, hier haben wir auch noch einen Gabelstapler. Den werden wir auch brauchen. Das ist ein Timerblock. Nicht aus wie eins der Module. Arm Chip, okay. Wer hier dann noch alles? Auch nichts Interessantes. Gott, dieses Ding hier da angefahren. Eigentlich könnte ich mir auch das Uran hier rausmopsen, ne? Stimmt. Okay, da waren wir noch nicht dran, da waren wir dran. Ja, das interessiert uns alles nicht. Hat auch nicht. Data Container. Das ist doch ein Data Container. Triebwerke. Data Container, Data Container. Zwei waren hier in der Halle anscheinend versteckt. Und du bist keiner, richtig? Data Container. Hey, okay, der ist Mist. Das heißt, die beiden Data Containers müssen wir mitnehmen. Schauen wir erstmal, was wir sonst noch hier haben. Alles noch Materialien. Sauerstoffflasche ist auch nicht so interessant. Oh, hier geht's noch runter, oder? Aha. Es sieht aus wie der Tunnel zum Maintenance, der noch nicht fertig war. Ja, das sollte die andere Seite sein. Oder. Ja. Doch, oder? Hä? Wo bin ich? Ah, Medical Room. Ich habe einen Respawn-Punkt. Und den können wir auch direkt mal nutzen hier. Um es voll zu heilen. Klar, jetzt sind wir hier in den Archiven. Da oben. Kriegen wir, glaube ich, noch eine Nachricht. Ja, das ist nicht so schlimm, da kommen wir so durch.
eine Nachricht für uns. Secure Store Lockdown on off. Will ich das? Ah, da ist der letzte Data Container. Okay. Da ist auch ein Turret. Frage ist, will ich das schon drücken? Oh Gott, da steht viel Text. Ja, hier sieht man es auch nochmal. Secure Storage, das sind die beiden, die wir eben gesehen haben. Der eine, der gefailed ist und dann hier der, der aktiv ist in der Bereich. Wenn ich da jetzt drauf drücke, drückt jetzt drauf. Bring all remaining containers to landing site. Okay, alle Datencontainer. Aber warum den? Deliver all four containers to the landing site. Undamaged and retrieval. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Aber der eine ist doch gefailed. Was machst du hier eigentlich? Connector, Connector, Connector. Okay. Your storage area. Der ist noch aktiv. Ist aber sowas von noch aktiv. Das gefällt mir gar nicht. Dann machen wir erstmal zu. Die ersten Data Container können ja auch schon auf dem Ding hier verladen werden. Damit der wirklich ganz so weit ist, kann ich noch ein Stück ranfahren. Fahren hier nur die ganzen blöden Drohnen rum. So. Und dann heißt es verladen. Der ist doch... Warum ist der im Eimer? Hat er nicht eben noch ganz? Damaged, active. Und der ist doch auch damaged, oder nicht? Das failed. Okay, damaged sollten wir dann wahrscheinlich wieder hinkriegen, oder? Was brauchst du denn? Ich oben ran, dann brauche ich da nichts machen. So, jetzt solltest du wieder fein sein, oder? Ist trotzdem damaged. Ja, wir nehmen die erstmal mit, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. Halt, das wollte ich nicht. Dass die Handbremse auf der 6 ist, verwirrt mich. Dann verladen wir den ganzen Quatsch jetzt erstmal. Den guten Anhänger, aber ich soll 4 mitnehmen. Ich habe nur Plätze für 3. Das ist nicht gut. Wollte ich doch Plätze 4? Ne, jetzt Plätze 3. Lassen. Handbremse. Okay, easy. Den ersten verladen. Gehen noch ein paar. Loading Gear Order. Was? Landing Gear Order? Ach, Landing Gear Order. Machen wir bei 1 mal. Switch Lock. Okay. Verladen. Jetzt der Rest.